des Ministeriums für Stadt von Partei und Staat überdauern. Im Krieg gegen den Klassenfeind hatten 130 Kämpfer der Stasi hier unten für 14 Tage Wasser und Proviant. Stahltore schützen den Eingang zu dem 7 Kilometer langen Tunnelsystem. Die unterirdische Anlage bei Blankenburg im Harz wird von der Bundeswehr genutzt. Wie bei ähnlichen Einrichtungen in Bayern oder Baden-Württemberg liegt der Ursprung der Stollen im Zweiten Weltkrieg, als Hitlers Rüstung bombensicher in Berge und Höhlen verlegt werden sollte. Doch eines ist anders. Blankenburg befand sich bis 1990 auf dem Territorium der DDR. Der Bunker wurde für die Nationale Volksarmee des Arbeiter- und Bauernstaats atombombensicher ausgebaut. Heute betreibt die Bundeswehr eine funktionsfähige Anlage des einstigen Feindes. Vier große Schiffsdieselmotoren, die im nuklearen Ernstfall die Stromversorgung gewährleisten sollten, sind nach wie vor im Betrieb. Regelmäßige Wartungsarbeiten garantieren deren Funktionstüchtigkeit. Unweit der innerdeutschen Grenze gelegen, war Blankenburg ein strategisch wichtiges Bauwerk an der Nahtstelle zwischen den Militärbündnissen NATO und Warschauer Pakt. Von hier aus konnte der Nachschub koordiniert werden. Herzstück der Anlage ist der sogenannte Dispatcher-Raum, wo alle relevanten Daten ausgewertet werden und Aktionen kontrolliert werden können. Die Bundeswehr nutzt weitgehend die originale DDR-Technik. Diese Untertageanlage ist ja eines der ersten, die mit geschaffen wurden. Die Funktion war sicherlich die Versorgung einer Armee im Falle eines Krieges. Und im Frieden